Am 9. Mai wurde am Ganmarkt Götzis ein weiterer Meilenstein gesetzt. Es wurde im Beisein von Bürgermeister Werner Huber, ZM3-Geschäftsführer Hermann Metzler, Prisma Holding-Vorstand Bernhard Oelz sowie zahlreichen Vertretern der künftigen Mieter und ausführenden Betriebe die Firstfeier und somit die Fertigstellung der Rohbauarbeiten des neuen Gebäudes am Ganmarkt 6 bis 8 gefeiert. Ja, das freut uns, dass wir wieder einen Schritt in die Richtung Fertigstellung heute machen können. Und das Ganze ist insofern sehr positiv, als die Nutzer bereitstehen, dass der Bau in dem Zeitplan abgewickelt wurde, wie prognostiziert oder vereinbart, und dass das Ganze noch unfallfrei über die Bühne gegangen ist. Die Errichtung der rund 1400 Quadratmetern Büronutzflächen und knapp 1200 Quadratmeter Handelsflächen sowie 24 Wohnungen schreitet planmäßig voran und wird bis September 2011 abgeschlossen sein. Der Gesamtstandort am Ganmarkt wird bis 2013 fertiggestellt sein. Ja, sie schreitet zügig voran, wie man heute sieht. Wir sind sehr erfreut über den auch unfallfreien Verlauf dieser Baustellen Ganmarkt 4, 6 und 8. Und wir werden pünktlich heuer im September diese Phase des Ganmarktes fertigstellen. Schon 10 Jahre Planungs- und Umsetzungsarbeit liegt hinter den beteiligten Unternehmen und Partnern, so auch hinter der Gemeinde Götzis. Wir sind schon über 10 Jahre mit dem Projekt verbunden. Und jetzt natürlich in der fast Endphase, kann man sagen, aber es dauert trotzdem natürlich eine gewisse Zeit. Wir hoffen sehr, dass auch die Bevölkerung die nötige Geduld aufbringt, damit das Projekt dann letzten Endes zu einem guten Ende geführt werden kann. Im Gebäudeteil am Ganmarkt 6 wird in Zukunft im ersten und zweiten Obergeschoss das betreute Wohnen der Marktgemeinde Götzis untergebracht sein und im dritten Obergeschoss entstehen Wohnungen. Im darunterliegenden Erdgeschoss wird das Götzner Unternehmen Sport Berchtold ein neues Geschäft eröffnen. Das ist ein mulmiges Gefühl, aber auch eine wirklich große Freude dabei, dass es losgeht. Also dass jetzt wirklich so die Baumeisterarbeiten einmal abgeschlossen sind, und wir sind ja schon lange an der Planung, und dass sich das jetzt einfach in kurzer Zeit eigentlich dann verwirklicht. Im Teilbereich am Ganmarkt 8 befinden sich im Obergeschoss Wohnungen sowie Büro- und Dienstleistungsflächen, unter anderem für die AKS Sozialmedizin GmbH. Im Erdgeschoss die geplante überbetriebliche Kinderbetreuung und weitere Räumlichkeiten für Einzelhandel. Dass man im Zentrum natürlich ist, das ist einfach bequem, um die ganzen Geschäfte zu erreichen.